Hallo meine Lieben, ich wollte mit euch heute nächste Lidschattenpalette aus neuem Sortiment-Update für Herbst-Winter von Catrice testen. Pro Slim Eyeshadow Palette Next Get Nudes. Es ist nicht das einzige, was ich wollte mit euch testen. Ich wollte heute falsche Wimpern auftragen und dafür wurde ich von Essence Lash Glue Wimpernkleber benutzen. Gott. Kann ich heute nicht reden wahrscheinlich mehr. Dafür habe ich meine Lieblingswimpern von Marke Ardell. Das war Zusammenarbeitskooperation Ardell und TamTam Beauty. Also das ist schon lange Geschichte, limitierte Edition. Mega Volumen Lashes 250. Die sind wirklich sehr volumig mit 3D-Effekt. Das bedeutet, einige Wimpern gucken nach oben, einige, versteht ihr? Also wirklich sehr volumig. Okay, heute wird wahrscheinlich durch diese Wimpern Drama Look, aber vielleicht schaffe ich noch für euch heute Outfits-Video und dann würde das am besten passen. Fangen wir mit Lidschattenpalette an. Die ist im Pappe, genauso wie morgen, nicht mit Plastik. Hier sind 14 Farben. Ein bisschen kalte, ehrlich gesagt, Richtung, also kalte Farbe. Ein bisschen, nein, die sind kalt, also fast alle. Ja, vielleicht das ist ein bisschen warm. Ich habe die Palette für mich persönlich geswatcht. Es ist meine erste Palette aus dieser Serie und hat mir richtig gut gefallen. Wir haben hier 8 matte Lidschatten und 6 mit Schimmer oder so. Ja, mit Schimmer, ich denke. Und dadurch, diese Palette könnten passen für jede Alter. Besonders erwachsene Frauen, ich gehöre dazu, also ich sage jetzt ganz stolz. Besonders für erwachsene Frauen wurde aus Glitter, Schimmer, also gepresste Pigmenten wurden am besten mit Schimmer empfohlen. Dadurch wurden Augenstrahlen sehr gut. Schimmer könnten feine Falten, Linien ein bisschen kaschieren. Ja. Die passen für unsere Alte perfekt. Das sind erstmal matte Farbe. Die haben natürlich alle seine Namen. Also die erste Farbe fängt hier an. Ja, man könnte trotzdem sehen, obwohl das ist ganz heller Farbton. Ihr seht, Pigmentierung ist super. Ach, sorry. Jetzt die Farbe mit Schimmer. Das erste fängt hier an. Hier. Genau, helle nude Farbe, deswegen man sieht es erstmal nicht so deutlich, aber trotzdem, ja, man sieht, da ist ein schönes Schema. Ehrlich gesagt, mir gefällt diese Farbe besonders sehr, also heißt übrigens provokativ und diese Farbe schon mein Favorit. Und auch Pigmentierung, Farbabgabe war super. Ich habe extra auf die andere Arm das alles aufgetragen, weil an diese ist noch ein bisschen feucht, weil ich das mit feuchtem Tuch alles weggenommen habe. Deswegen ich wollte sehen, wie das auf dem trockenen Haut wurde auftragen lassen. Ja, super, ja. Fangen wir jetzt an. Pinsel natürlich wurde nicht gewaschen, immer noch. Ich denke, wir machen heute braunes Smoky Eye, eure Lieblings, meine auch. Deswegen ich würde heute benutzen diese Farbe, diese braune. Wieder Handy vergessen auszuschalten. Und diese Farbe provokativ. Übrigens, hier sind doch warme Töne, ja? Also, das täuscht ein bisschen in die Palette. Ich habe jetzt eine flache Pinsel. Ich gehe in diese braune Farbton. Topfe wie immer auf meine Hand. Ah, vielleicht doch muss ich Base benutzen, wartet ihr. Ich habe als Base heute erstmal natürlich Concealer aufgetragen, ein bisschen Puder drüber, aber machen wir noch doch ein Base. Das ist von Essence. Ich habe schon diese cremige Base aus Adventskalender von Essence gezeigt. Hat mir richtig gut gefallen. Man könnte diese Base getrennt nicht online, nicht im Laden kaufen. Es ist wirklich eine limitierte Edition. Aber gibt es eben eine kleine Tube wie Concealer beim Essence und ich gehört habe, das sollte auch sehr, sehr gut sein. Also könnte man ja probieren als eine Alternative, ja? Was mir gefällt bei dieser Base, es ist cremig und wurde nachher nicht pudrig. Also wurde ein bisschen austrocknen, aber nicht ganz pudrig und darüber lassen sich viele Lidschatten am besten natürlich fixieren und Pigmentierung wird viel besser. Ich mache meine Lieblings-Smoky, das was ich meistens euch zeige. Ich topfe einfach presse Lidschatten in meine Haut ein und ich habe schon so lange für mich festgestellt, dass bei mir am besten Smoky sehen gut aus, wenn ich mehr runde Form mache, nicht diese Katze, ja. Ich habe auch vor kurzem mitbekommen von einer professionellen Make-up-Artistin, dass besonders für die Frauen über 40 genau diese Variante, diese mehr runde, wie gesagt, ein bisschen mehr runde, nicht
diese spitzige am besten geeignet. Also sieht am besten und schön aus. Na, also das ist trotzdem ein bisschen weit gegangen. Okay, ich wollte für euch solche Momente extra nicht rausschneiden. Und wisst ihr warum? Jede macht Fehler. Jede, auch Profi. Als ich habe mit YouTube angefangen, also ich war ein bisschen schuchten und ich habe mir gedacht, ich dürfte keine Fehler machen. Ich bin YouTuberin, Beauty-YouTuberin, ich darf keine Fehler machen. Ich muss alles perfekt machen. Falsch, Quatsch. Je mehr man übt, je mehr man in sich selber sicher ist oder mit sich selber, also mehr Bewusstsein ist, desto mehr man versteht, dass Fehler, es ist ganz normal, es ist menschlich. Deswegen, ich wollte euch ein bisschen damit mutig machen und zeigen, dass wenn ihr vielleicht nicht so erfahren seid wie ich, trotzdem müsst ihr sich nicht schimpfen und nicht sagen, oh mein Gott, bei mir klappt nicht, ich könnte das nicht, ich habe Fehler gemacht und mir ist unangenehm oder peinlich oder so. Nein, einfach nur weiter üben. Warum ich trage meine Lidschatten, nachdem ich habe schon mein Base aufgetragen, weil viele, ich habe gesehen, machen Gegenteil. Sie zum Beispiel machen erstmal Augen und dann Gesicht. Und das ist auch richtig. Und das ist ehrlich gesagt am besten. Weil beim einigen Lidschatten könnte natürlich eine, wie sagt man? Boah, dieses Wort habe ich wieder vergessen. Also wenn das runterfällt, Lidschatten unter die Augen. Und dann natürlich, wenn man schon Concealer hat, dann natürlich sieht kacke aus. Warum ich das nicht mache? Weil bei mir, durch meine Rötungen, durch meine Rosazea, wenn ich vor der Lidschatten anfange zu tragen, Gesicht ist rot und dann diese Make-up und dann das sieht so gruselig aus, ehrlich gesagt. Und deswegen, ich wollte euch nicht erschrecken, mich auch übrigens auch. Deswegen mache ich so. Aber ich habe schon gelernt, wie kann man mit Lidschatten arbeiten, damit es nicht runterrutscht. Mit dem gleichen Pinsel, die ist zusammengepresst. Das gleiche braune Farbe. Gehe dann weiter ein bisschen hier unten. Verbinde ich einfach nur die braune Farbe von oben nach unten auf meine untere Wimpernkranz. Aber nicht so weit. Deswegen, ich arbeite mit solchen Pinsel gerne. Nicht mit fluffigen, nicht Pinsel zum Verblenden, weil damit wird Lidschatten meistens nicht runterfallen. Damit ihr werdet diese Trick unter Augen vermeiden. Ich presse die Farbe einfach in meine Haut. Und es funktioniert bis jetzt bei mir super. Jetzt eine Pinsel, der heißt Stiftpinsel, aber nicht dreckig besser, ja? Okay? Oh, ich wollte für euch auch Pinselvideo machen und ich denke, wie? Die sind bei mir alle dreckig. Na gut, jetzt ein bisschen helle, braune Farbe und dann sehe weiter auf meine untere Wimpernkranz bis nach vorne. Das ist übrigens auch, was viele machen, meine Meinung ein bisschen falsch, was ich habe auch falsch gemacht beim solchen Smoky. Ich habe bis hier vorgezogen und dann Stopp und dann hier Highlighter und dann sah das so komisch aus, ob da Make-up nicht ganz fertig. So, ich habe jetzt gerade wieder Fehler entdeckt, muss ich sofort korrigieren. Ich würde euch auch immer empfehlen, sofort korrigieren, also die Farbe ist in meine Falte gerutscht hat, weil wenn man so erstmal ist, wird das nachher Dreck weiter sich verbreiten. Ich bekomme ab und zu Kommentar, wo ihr schreibt, Nathalie, ich habe dein Video laufen lassen, parallel habe ich mich versuchen nachschminken mit dir zusammen und es hat trotzdem nicht geklappt. Also ihr musstet unbedingt wissen, dass wir haben verschiedene Gesichtsformen, Augenformen. Unsere Haut könnte auch verschieden sein. Bei einigen ist ein bisschen öliger, mehr mit Falten, mehr poriger. Und das ist natürlich ein Grund, warum Form, was mehr würde passen von Make-up, würde euch vielleicht nicht passen. Deswegen, ihr könnt nur durch Üben für sich das persönlich verstehen, was euch persönlich würde passen. Probiert ihr verschiedene Varianten. Also, aber die diese, wie gesagt, mehr runde Form, das ist mehr klassische Form. Gibt es zum Beispiel Augen, die gucken hier mehr nach unten. Da muss man mehr natürlich oben aufbauen. Nicht von unten mehr von oben aufbauen. Also wirklich gibt es verschiedene Technik und muss man auf seine Augenform orientieren. Probiert ihr. So habe ich auch gelernt. Ich gehe jetzt aber mit einem runde, kleine, fluffige Pinsel in diese Farbe ein. Also wieder braune, aber ein bisschen helle. Und dann ganz
fein verblenden, damit wir keine scharfe Kante hier haben, keine scharfe Übergang zwischen Farbe und unserer Hautfarbe. Also seht ihr, das ist jetzt mehr soft, mehr schön, ja, an dieser Seite. Jetzt nehme ich eine fluffige Pinsel zum Verblenden. Jetzt, ich würde experimentieren mit euch zusammen. Ich denke in diese mehr so Pfirsichfarbe rein. Also das heißt Noble vielleicht besser. Und ganz fein versuche ich hier auch die Kante verblenden. Aber wie ihr seht, richtig ganz, ganz fein. Ich wollte das nicht weiter braune Farbe deutlich verblenden. Das gleiche mache ich an die andere Seite. Und ich sage euch noch ein Geheimnis. Das gute Make-up manchmal hängt von guten Pinsel auch ab. Ja, gute qualitative Pinsel könnten viel wichtiger sein als Qualität von Lidschatten. Und man merkt Resultat. Pigmentierung und wie lässt sich die Farbe auftragen, aber anarbeiten. Ich denke, dass hier, ich könnte doch ein bisschen mehr Breite diese Noble Farbe auftragen. Mehr an diese Seite, ich trage jetzt auf. Ich gehe zurück wieder zu einem flachen Pinsel. Sauber, also ich habe keine Farbe auf diesem Pinsel aufgenommen. Ich würde diese Kante verblenden. Niemals drucken auf dem Pinsel übrigens. Nicht so richtig, ja? Ja, Make-up ist eine Kunst. Muss man lieben und genießen. Das ist ganz wichtig. Vielleicht ihr könnt sehen, dass an diesem Auge bei mir, weil ich da nicht genug nach oben dunkle braune Farbe aufgetragen habe. Seht ihr, das optisch sieht so aus, ob ich hier extra Schlupflider habe und das hängt. Ja, muss man ein bisschen anschauen und dann mit dieser dunkle braune Farbe und mit einer flachen Pinsel hier so wieder aufbauen. Mit ganz leichtem Touch. Seht ihr, ich drucke auf dem Pinsel nicht. Und jetzt ich habe diese optische, komische Schlupflider weggekriegt. Und seht ihr, diese ein bisschen mehr runde Form liftet auch automatisch meine Augen nach oben. Jetzt, ich wollte endlich unsere provokative Farbe mit Schimmer in die Mitte auftragen. Ich finde diese Kombination, ehrlich gesagt, diese braune und diese kalte Schimmerfarbe, genau diese Farbe, sieht wirklich super aus. Also, ich liebe es. Für mich also, das ist wirklich meine Lieblingskombination. Keine silberne Farbe, weil Silber so sieht manchmal günstig aus. Wieder mit einem flachen Pinsel. Die Farbe Instinct. Vielleicht ihr seht, dass ich liege nicht Pinsel auf die Farbe. Ich gehe also perpendicular auf die Farbe. Topfe wie immer erstmal auf meine Hand und trage ich da, wo wir haben, diesen Platz gelassen zwischen brauner Farbe und verbinde die beide zusammen. Und gleichzeitig auch verblende, damit es auch ein feiner Übergang zwischen dunkler und heller brauner Farbe ist. Das gleiche Pinsel, flache. Okay, ihr fragt mich natürlich, was ist das für eine schöne Pinsel? Das ist von Marke Refa, japanische Marke, in Nummer 02. Ihr könnt das online bestellen. Jetzt, ich gehe mit diesem sauber Pinsel genau an diese Kante und akkurat verblende, weil so lasse ich nicht. Also das sieht nicht schön aus. Es muss wirklich ein feiner Übergang sein. Deswegen, ich verblende diese Grenze, ohne auf dem Pinsel zu drucken. Ehrlich gesagt, es ist nicht so 100% Make-up für jeden und besonders zum Beispiel für die Frauen vielleicht ab 60, ab 50, je nachdem, wenn man hat wirklich ein bisschen zu viel Falten. Ich würde dann ein bisschen anderes Augenschminken. Ich würde dann hier diese dunkle Farbe nicht auftragen. Und glaub mir, also mit dieser Palette könnten sich auch wunderschön auch 70, 80-jährige Frau schminken. Es gibt es wirklich wunderschöne Make-up-Look. Vielleicht ich mache für euch, ich würde nicht mehr versprechen, aber irgendwann vielleicht mache ich das für euch und zeige euch andere, ein bisschen Technik, andere Variant. Wieder eine fluffige Pinsel zum Verblenden von Marke Refa im Nummer 01.
Ich gehe in die Farbe Subtil, diese Farbe, matt. Verblende ich, ehrlich gesagt, mehr zu meinen Augenbrauen. Ich wollte hier mehr passende Farbton zu meinem Make-up machen, unter meinen Augenbrauen. Natürlich hier nachher kommt ganz feine Highlighter, aber trotzdem dieser Übergang zwischen brauner Farbe und meiner Augenbrauen, also hier in dieser helle Farbe, sollte mir auch soft sein. Man sieht diesen Unterschied, ja? Okay, ich wollte jetzt wieder eine schmale, richtig schmale Pinsel nehmen und dann brauche ich eine Setting Spray dafür. Egal welche, ich habe jetzt eine genommen. Oh Gott sei Dank, eine Seite wenigstens sauber. Oh Gott, ich kriege bald Krise. Und wollte hier in die Mitte diese Farbe aufbauen. Weil durch Verblenden, ich habe das ein bisschen so wegverblendet, aber jetzt mache ich wirklich mehr präzise. Ah, ich habe jetzt Fehler gemacht. Ich sollte erstmal Farbe auf dem Pinsel aufnehmen und dann spüren mit Setting Spray. Weil das ist nicht gut selber für die Farbe in die Palette. Wieder Stiftpinsel. Ich benutze von MAC 218, ich denke. Gehe wieder in meine provokative Farbe. Trage jetzt wieder Setting Spray drüber und dann, Achtung, sitze hier im Zentrum. Ja, ein bisschen verblende ich zwischendurch, ganz leicht. Ich probiere als Highlighter unter meinen Augenbrauen aus dieser Palette Vision Farbe auch benutzen mit Schimmer. Mit letztem Sauberpinsel. Also das ist jetzt von Essence, aber wenigstens sauber, egal. Dafür ist okay. Ja, passt auch, passt. Jetzt ist auch eine Stiftpinsel, aber das ist wirklich ganz mini. Ihr seht das. Es ist von Refa 03. Das gleiche mit Schimmer Vision. Ich wollte in meine innere Winkel auftragen mit leichtem Touch. Also nicht einfach hier, hin und her schmieren. Jetzt ich trage nicht direkt in meine Augenwinkel, ganz genau hier, wie das oft das wir machen. Nein, ein bisschen drüber und auch ein bisschen unten. Diese Pinsel ist must have. Ich nehme jetzt Augenkajal von MAC. Ich habe Gefühl, ich habe andere schon gekauft oder einen Adventskalender gehabt, aber ich habe ehrlich gesagt schon vergessen, was ich alles habe. Ich muss bei mir einfach nur ein bisschen durch alles prüfen und trage auf meine Wasserlinie. Also ich trage nicht drüber auf dem Haut, ich trage hier nur auf Wasserlinie. Oben erstmal auf der Wasserlinie und dann noch. Entschuldigung, ihr seht nachher nichts, wenn ich diese riesige Palette nehme. Und hier auf jeden Fall zwischen Wimpern, also hier auf dem Haut. Wir werden falsche Wimpern auftragen, deswegen ist es jetzt ganz wichtig, zwischen Wimpern auch. Und übrigens, Augenkajal, ich habe bis ganz nach vorne aufgetragen. Also seht ihr, auch hier habe ich das auch aufgetragen. Optisch macht Augen auch mehr groß und auch dieser optische Lifting-Effekt. Kleine Korrektur. Ich nehme wieder eine Stiftpinsel und mische die Farbe Glassy mit Instinct, also diese braune Farbe, beide. Ein bisschen miteinander. Wieder erstmal in meine Hand und ich wollte doch hier nachbauen. Mhm, das ist schon besser. Ich brauche jetzt keine Mascara mit Drama-Effekt. Ich brauche mehr diese Länge und meine Wimpern aufheben, ja? Und deswegen, ich würde benutzen Sky High Mascara von Maybelline, weil die genau das macht. Aber vorher, ich würde doch Wimpernzange benutzen. In diesem Fall, das ist ganz wichtig, weil ich wollte, dass meine eigenen Wimpern mit falschen Wimpern sehr gut zusammen mischen oder so. Erstmal mit Mascara. Ehrlich gesagt, für mich persönlich zum Beispiel, wenn ich würde jetzt nicht zur Idee kommen, mit euch diese Kleber für falsche Wimpern testen, für mich ist okay. Also auch selber mit dieser Mascara zu diesem Look passt. Ich habe schon Lippenstift aufgetragen von Catrice aus neuem Sortiment-Update Hydrating Nude im Nummer 302. Ihr fragt mich so oft, was ist das für ein Lippenstift? Das.
Ja, ich benutze letzte Zeit so oft. Ich liebe diese Farbe. Jetzt das Wichtigste. Die habe ich schon mal benutzt. Und das ist natürlich sehr gut beim zweiten Mal auftragen, weil die schon eingemassen haben vor meinen Augen. Also das zweite Mal auftragen ist viel einfacher. Wir nehmen jetzt Kleber. Also das sieht so aus mit einem Pinsel, was natürlich sehr praktisch auftragen dann direkt auf diese Linie. Ich weiß nicht, wie das hält nachher. Ganz wichtig natürlich hier an die Kanten von Anfang, von hinten ganz gut Kleber auftragen. So, das Kleber ist nicht weiß, das ist mehr durchsichtig. Das sieht wie Silikon aus. Ich weiß nicht, ob ihr könnt ihr das sehen. Ja, natürlich. Und seht ihr, das ist auch ganz leicht, diese blaue Farbe. Sehr interessant. Na gut. Schaue jetzt nach unten und versuche ganz näher zu meinen eigenen Wimpern. Wow, das fixiert sich momentan. Wow, diese Kleber ist nicht schlecht. Ich versuche jetzt meine eigenen Wimpern mit falschen Wimpern sehr gut zusammen fixieren. Ah! Jetzt das zum Zange geklebt. Echt Wahnsinn. Gott, das klebt jetzt zum Zange. Echt. Es fixiert sich ganz schnell. Aber Wimpern schon sind aufgeklebt. Wow, die sitzen schon sehr gut. Es ist so ungewöhnlich für mich, ehrlich zu sagen. Oh mein Gott. Ich habe immer gefühlt, dass ich etwas falsch mache. Egal, welche Wimpern ich trage auf, die sehen bei mir so dramatisch aus. Hier vorne, ich habe gefühlt, dass irgendwie leer. Und deswegen, ich wollte jetzt meine Eyeliner auftragen. Also diese Stelle ein bisschen auffüllen. Okay, das ist mein fertiger Look und ich würde euch sagen, diese Kleber ist heftig, also fixiert sich wirklich ganz schnell, ganz, ganz toll. Also bis jetzt, ich weiß nicht, wie lange kann das sitzen, aber ich merke das, das hat sich richtig toll an meine Haut fixiert. Na gut, okay. Jetzt ist aber richtige Drama. Wie findet ihr diesen Look und wie findet ihr, wenn ich mit falschen Wimpern hier sitze? Ist es okay oder ist es too much? Was denkt ihr? Ich trage falsche Wimpern so, so selten. Ich kaufe die meistens, aber trage nicht. Aber die sind wunderschön. Ja, es hat was, oder? Meine Fazit zu dieser Lidschattenpalette. Ich finde, die ist wunderschön. Für Alltag, für besonderes Einlass. Man könnte andere Smoky machen, zum Beispiel mehr mit dieser, also doch leichte warme Töne. Die Palette würde passen für jede Augenfarbe. Ich bin absolut sicher. Und ja, also die ist super. Okay, ich hoffe, dass mein Video hat euch Spaß gemacht und ich konnte euch auch ein bisschen inspirieren. Ja, würde mich richtig freuen auf eure Feedback und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie.